Seit Mitte Dezember müssen die Bibliotheken im Land ihre Türen geschlossen halten. Auch die Stadtbibliothek Rottenburg ist hierbei keine Ausnahme. Wie sich die aktuelle Situation vor Ort darstellt und welche weiteren Angebote für dieses Jahr geplant sind, erläuterte die Leiterin der Stadtbibliothek Ruth Bolle. Das Jahr 2020 sei ein schwieriges Jahr für uns alle gewesen, so Leiterin Ruth Bolle. Vieles sei anders gelaufen, als es im Januar oder Februar eigentlich geplant war. Trotzdem sei 2020 ein erfolgreiches Jahr für die Rottenburger Stadtbibliothek gewesen. Ich möchte Sie nicht mit Zahlen jetzt bombardieren, aber immerhin spricht es für unsere Arbeit. Wir haben wenn ich die Entleihungen anschaue, einen Rückgang von nur 7,3% an Entleihungen, die wir weniger hatten als im erfolgreichen Jahr 2019. Und das, obwohl die Stadtbibliothek aufgrund des Lockdowns teilweise geschlossen bleiben musste. Außerdem gab es im vergangenen Jahr 600 Neuanmeldungen und ca. 5.500 neue Bücher wurden angeschafft. Diese mussten bestellt, archiviert und ausgestellt werden, sodass es auch während der Schließzeiten immer etwas zu tun gab. An Kurzarbeit war deshalb nicht zu denken. Andere Städte haben ja, glaube ich, auch im Bibliotheksbereich über Kurzarbeit nachgedacht. Wir haben das natürlich auch mal diskutiert, aber haben dann gesagt, durch die Angebote, die wir weiter aufrechterhalten und durch die Hintergrundarbeiten, wie es immer so schön heißt, ist natürlich jetzt bei uns nicht haben wir es dann nicht in Angriff genommen, zu sagen, wir gehen in Kurzarbeit. Momentan muss die Stadtbibliothek aber wieder geschlossen bleiben. Trotzdem können die Bürger der Stadt Rottenburg in den Genuss der Bücherausleihe kommen. Es ist so, dass wir im Moment Abholdienst anliefern, das klassische Click und Connect, wie es ja mittlerweile schon heißt. Und unsere Kunden nehmen es, wie gesagt, sehr, sehr gut an. Es sind die Termine auf Tage hinaus ausgebucht. Jeden Tag werden auf diese Weise 200 bis 300 Bücher aus den Regalen geholt und ausgeliehen. Bei der Abholung entstünden auch immer kleine Gespräche. Und obwohl sie meistens nur kurz seien, würden sie von den Besuchern sehr geschätzt werden, so Bolle weiter. Auch für die Zukunft habe sie bereits einige Projekte in Arbeit. Wir wollen wieder in diese E-Medien mehr investieren. Dann gibt es eine neue Hausbroschüre, die liegt druckfrisch da. Wir haben unser Haus jetzt mal von oben bis unten mit Text und Bild versehen. Die liegt bei uns im Haus, die wollen wir auslegen. Dann haben wir eine Homepage, die bei uns jetzt in der Schublade liegt. Die haben wir jetzt, liegt bei uns auf dem Schreibtisch. Die wird auch demnächst fertig werden. Außerdem will die Stadtbibliothek in diesem Jahr einen Streaming-Service für Filme einrichten, um ihr digitales Angebot zu erweitern. Auch digitale Veranstaltungen, wie zum Beispiel Lesungen, seien für 2021 geplant.